Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Nordrhein-Westfalen ist das Industrieland in Deutschland. Chemie, ja, schön, dass Sie es auch erkannt haben. Chemie, Stahl, Aluminium, Maschinenbau, Handwerk, unzählige kleine und mittelständische innovative Unternehmen in Nordrhein-Westfalen erzeugen schon heute wichtige Produkte für die Energiewende. Sie machen sich fit für die Zukunft. Sie machen uns mit ihren Innovationen fit für die Zukunft. Die Unternehmen sind schon viel weiter, als Sie, liebe CDU, liebe FDP, das gerne wahrhaben wollen. Nordrhein-Westfalen ist Industrie- und Ideenland. Und Nordrhein-Westfalen wird erneuerbares Industrie- und Ideenland. Dafür brauchen wir die innovativen Unternehmen, dafür brauchen die innovativen Unternehmen Planungs- und Investitionssicherheit. Wenn Sie, liebe CDU, liebe FDP, jetzt versprechen, das geht, diese Investitionssicherheit geht damit, indem man das macht, alles wie zuvor, dann sind Sie entweder ignorant oder Sie haben eine Wahrnehmungsstörung oder Sie lügen die Leute und die nehmen ein Unternehmen einfach von vorne bis hinten an. Die Wirtschaft will Leitlinien für die Zukunft und nicht für die Vergangenheit. Die aktuellen Megatrends sind doch beispielsweise Digitalisierung, Klimawandel, demografischer Wandel. Und eine Zukunftssicherheit für die Wirtschaft gelingt nicht, wenn man diese Megatrends ignoriert und einfach sagt, wir machen weiter so. Wenn man diese Zukunftssicherheit gelingt nicht, wenn man als Antwort auf diese Megatrends nur hat, Kohle, Kohle, Kohle. Sie sagen selbst, liebe CDU, dass Sie unsere Entscheidung zur Verkleinerung von Garzweiler II nicht zurückdrehen. So weit, so gut. Warum Sie sich dann aber einem ordentlichen Dialog mit allen Betroffenen, allen Beteiligten verweigern, um dann diesen Ausstieg, der ganz klar ist, frühzeitig zu gestalten, das kann ich einfach nicht verstehen. Sie sind da komplett ideologisch geblendet. Ja, ich habe ja selber, an der Stelle habe ich vielleicht Glück, ich bin dafür zu jung, ich habe selbst nicht 1:1 mitbekommen, wie das in der Steinkohlebereich gewesen ist, als der Ausstieg dort beschlossen wurde. Aber ich kann das natürlich im Rückblick ein bisschen beobachten und vielleicht dann auch noch mal anders bewerten als diejenigen, die dabei waren. Von außen sieht es so aus, als wenn eben zu lange die Augen verschlossen wurden vor den Realitäten. Es wurde zu lange von einem Sockelbergbau und von anderen Perspektiven geträumt. Die Megatrends Digitalisierung, Klimawandel, demografischer Wandel, dafür brauchen wir Antworten für die Zukunftssicherheit. Und das sind erneuerbare Energien, Effizienz, Einsparung, Klimaschutz. Und ehrlich gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, die Bundesregierung macht es uns da aktuell in den nächsten Wochen und Monaten noch immer schwerer. Nach Solar und Biomasse wird jetzt auch noch der Windenergie an Land der Saft abgedreht. Und das ist eine fatale, rückwärtsgewandte Wirtschaftspolitik. Wenn Windenergie bald in Nordrhein-Westfalen nicht mehr möglich ist, dann haben wir alle gemeinsam ein großes Problem. Wir müssen eine Wirtschaftspolitik für die Zukunft machen. Wir müssen eine Wirtschaftspolitik für Elektromobilität machen. Frau Kollegin, ich bitte Sie einen Moment mal. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich befreue mich, wenn der Plenarsaal voll ist, wenn Sie alle wieder da sind. Aber ich bitte doch, dass der Abgeordneten zugehört wird, dass es etwas lautloser im Plenarsaal zugeht. Bitte schön. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen eine Wirtschaftspolitik für die Zukunft machen. Wir müssen eine Wirtschaftspolitik für Elektromobilität, für Speicher, für innovative Effizienzideen, für erneuerbare Energien machen. Und dafür stehen wir zur Verfügung. Und wir laden natürlich alle ein, dabei mitzumachen. Herzlichen Dank.